Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. In die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Budapest sollen sich nach einem Bericht der Bild am Sonntag etwa 30 DDR-Bürger geflüchtet haben, um ihre Ausreise in den Westen zu erzwingen. Unter ihnen, so heißt es in dem Bericht weiter, befänden sich auch Familien mit schulpflichtigen Kindern. 8 weitere Flüchtlinge, die zum Teil schon seit Tagen in der Botschaft waren, sollen inzwischen in die DDR zurückgekehrt sein.